Hallo Leute, hier ist Hazel. Willkommen zu einem neuen Video auf Pocket Money. Im heutigen Video geht es um unser aller Geld. Genauer gesagt, was mit unserem Geld passiert. Denn die Wahrheit ist, die Banken unterstützen mit unserem Geld Unternehmen, die nicht so hohe Klimastandards haben, ihre Arbeitskräfte schlecht behandeln oder sogar Waffen herstellen. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch eure Bank dabei ist. Und ob das so ist und wie es mit meiner Bank aussieht, erzähle ich euch in diesem Video. Was macht die Bank mit meinem Geld eigentlich genau? Sie bunkert es für dich absolut sicher in einem unterirdischen Safe. Atombombensicher und rund um die Uhr videoüberwacht. Nicht. Was die Bank zunächst rein bildhaft macht, ist beobachten. Abgesehen von den regelmäßigen Ein- und Auszahlungen bleibt ein Großteil des Geldes der Kunden die meiste Zeit in Verwahrung der Bank. Das eröffnet der Bank interessante Möglichkeiten, denn das Geld, was ihr ja nicht gehört, kann sie an Dritte gegen Gebühren verleihen. Beispielsweise an Privatpersonen oder Unternehmen oder sie erwirbt Aktien oder Anleihen. Das ist genau das Prinzip, wie eine Bank funktioniert. Sie verleiht oder investiert dein Geld und kassiert dafür Zinsen. Nehmen wir mal beispielsweise an 3% pro Jahr. Von diesen 3% beschließt die Bank, dir 1% zu geben, um dir den Anreiz zu schaffen, dein Geld bei ihr zu parken. Das ist wie gesagt nur ein Beispiel, die Zinsen sehen ja gerade sehr, sehr schlecht aus. Ziemlich clever, denn es entsteht eine Win-Win-Situation, die Bank macht also aus unserem Geld Geld. An wem sie ihre Kredite vergibt oder wo sie ihre Anleihen erwirbt, können wir nicht so unbedingt bestimmen. Und das ist der Punkt, an dem ich anfange nachzudenken. Die Geldanlagen, die die Bank mit unserem Geld tätigt, dient dazu, um Gewinne zu erzielen. Diese Gewinne gehen leider zu oft auf Kosten von Mensch und Umwelt, wenn soziale und ökologische Aspekte nicht genügend berücksichtigt werden. Es könnte sein, dass das Geld von deinem Girokonto über Anleihen, Aktien oder Kredite bei bösen Unternehmen landet, die vielleicht Waffen bauen, die Umwelt verschmutzen oder den Klimawandel fördern. Und das ist schon echt nicht geil. Jetzt möchtet ihr natürlich wissen, ob eure Bank dabei ist. Dafür schaue ich in den sogenannten Fair Finance Guide. Der Fair Finance Guide Deutschland beurteilt die Richtlinien, die Banken bei der Kreditvergabe, bei ihren eigenen Investitionen und bei ihrer Vermögensverwaltung haben. Dafür nimmt er international anerkannte Richtlinien und Normen und wendet sie auf den Bankensektor an. Beispielsweise verbietet das Völkerrecht den Einsatz von Streubomben. Der Fair Finance Guide überprüft dann, ob Banken nicht in Unternehmen investieren, die solche Waffen herstellen. Dafür konzentrieren sie sich auf 15 Themenbereiche, bei denen Banken in Bereichen investieren, die nicht fair sein könnten. Den Fair Finance Guide gibt es in unterschiedlichen Ländern. Das internationale Netzwerk wurde von der niederländischen Tochtergesellschaft der Hilfsorganisation Oxfam gegründet. Für den deutschen Fair Finance Guide sind unter anderem die Nichtregierungsorganisation Facing Finance und die Verbraucherzentrale Bremen verantwortlich. Weitere Infos gibt es in der Beschreibung. Drei Themenbereiche habe ich mir mal ausgesucht und ich möchte schauen, wie eure Banken dabei abschneiden. Erstens Klimaschutz, zweitens Menschenrechte, drittens Rüstung. Also die Frage, ob in Unternehmen investiert werden könnte, die Waffen produzieren. Ich hoffe, das sind die Themen, die euch interessieren. Wir starten mit der Deutschen Bank. Hier will ich jetzt wissen, wie gut bzw. wie schlecht sie laut Fair Finance Guide im Bereich Klimaschutz abschneidet. Und da ist die Bewertung im Bereich Klimaschutz mit 17% sehr schwach. Aber was bedeutet das eigentlich? Was macht die Deutsche Bank so Schlimmes fürs Klima? Der Fair Finance Guide findet folgende Punkte besonders fragwürdig. In der Richtlinie der Deutschen Bank wird nicht ausgeschlossen, in besonders klimaschädliche Vorgänge zu investieren. Bemängelt werden also die Richtlinien, die die Banken sich selber gesetzt haben. Es ist also nicht so, dass die Banken total auf Klimaschutz verzichten. Viele veröffentlichen dazu Nachhaltigkeits- oder nicht finanzielle Berichte. Hier wurden sich diese Richtlinien aber noch einmal angeschaut und bewertet. Die Deutsche Bank ist beispielsweise mit Kohleproduzenten wie Anglo American und BHB Billiton finanziell verflochten und diese Unternehmen tragen zur Verschlimmerung des Klimawandels bei. Die Deutsche Bank hat sich also dafür entschieden, in die eben genannten Firmen zu investieren. Sie investieren zum Beispiel auch in den Ölkonzern BP. Und die zweite Bank, die bei euch beliebt ist, ist die Commerzbank. Und da möchte ich wissen, was der Fair Finance Guide zum Thema Menschenrechte sagt. Die Richtlinien der Commerzbank zum Thema Menschenrechte sind mit 38% auch sehr schwach. Also fließt mein Geld, sollte ich es bei der Commerzbank haben, in Unternehmen, die mit ihren Arbeitsbedingungen gegen die Menschenrechte verstoßen? Bemängelt wird hier die fehlende Sorgfaltspflicht. Die Commerzbank hat sich schon zu den grundsätzlichen Standards bekannt, hält diese aber nicht ausreichend nach. Die Commerzbank ist finanziell mit Unternehmen verflochten, deren Menschenrechtsverletzungen untersucht wurden. Darunter sind Firmen, die Minen betreiben. Zum Beispiel das Unternehmen Barrick Gold, das laut Untersuchungen für wiederholte Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist, darunter massive und anhaltende Gewalthandlungen an indigene Bevölkerungsgruppen. Und klar ist es mit der Transparenz so eine Sache. Unternehmen können ja nicht alles preisgeben über ihre Kunden, aber ich bin auch Kundin und möchte wissen, wo mein Geld hinfließt. Als letztes will ich mich mal den Sparkassen widmen. Allerdings muss man sagen, dass es in Deutschland 385 Sparkassen gibt, die alle rechtlich selbstständig sind und ihre eigenen Richtlinien zum Umgang mit sozialen und ökologischen Themen erlassen haben. Daher lassen sich die Ergebnisse einer Sparkasse nicht einfach so übertragen. Der Großteil der Sparkassen fängt aber in der Tat gerade erst damit an, Nachhaltigkeit in ihrem Kerngeschäft zu verankern. Während des
für Sparkassen häufig langjährige soziale Engagement in der Region sehr lobenswert ist, befreit dies die Sparkassen nicht davon, auch in ihrem Kerngeschäft Verantwortung zu übernehmen. Beispielhaft hat der Fair Finance Guide die Sparkasse Köln-Bonn analysiert. Und ich möchte hier wissen, wie gut bzw. schlecht sie im Thema Rüstung abschneidet. Das heißt, landet das Geld, was auf der Bank liegt, in Unternehmen, die Waffen bauen? Im Bereich Rüstung schneidet die Sparkasse Köln-Bonn ungenügend mit 0% ab. Die Sparkasse Köln-Bonn lässt vage erkennen, ob Rüstungsunternehmen von Investitionen ausgeschlossen sind. Eine substanzielle Richtlinie gibt es aber noch nicht. Die Sparkasse Köln-Bonn vertreibt den Investmentfonds Deka-Dividenden-Rhein-Edition. Klingt jetzt erstmal ganz gut, aber dieser Investmentfonds enthält Wertpapiere von 4 von 10 Rüstungsherstellern. Dieser produziert unterschiedlichste Waffensysteme von Panzern über Kampfjets bis hin zu atomar bewaffneten U-Booten. Das hier ist ein deutsches Unternehmen, das Triebwerke herstellt, auch für militärische Zwecke. Das hier ist ein deutscher Rüstungshersteller, der jegliche Art von Waffensystem für den Landkrieg produziert. Und das hier ist in der Produktion von Militärschiffen, besonders U-Booten, aktiv. Da haben wir doch alles, was man für einen guten Krieg braucht, oder? Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie eure Sparkasse oder Volksbank abgeschnitten hat und sie ist nicht im Fair Finance Guide aufgeführt, könnt ihr im Deutschen Nachhaltigkeitskodex zumindest die Richtlinien eurer Bank zum Thema Nachhaltigkeit einsehen und selber bewerten. Habt ihr gewusst, dass auch das Geld eurer Girokonten für solche Anlagen benutzt wird oder überhaupt benutzt werden kann? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und teilt es mit den Freunden, die es noch nicht wissen. Denn es macht wenig Sinn, wenn du beispielsweise ein Pazifist bist, also gegen den Krieg, während dein Geld auf einer Bank liegt, die Rüstungsunternehmen unterstützen. Es gibt natürlich Banken, die sich selber als nachhaltig und fair bezeichnen. Da das aber keine geschützten Begriffe sind, hat die Verbraucherzentrale Bremen ausschließlich Banken getestet, die das über sich behaupten. Gut abgeschnitten haben da zum Beispiel die GLS Bank, die Ethik Bank oder Triodos. Und Achtung, auch hier gibt es Unterschiede, wie nachhaltig sie sind. Die Verbraucherzentrale hat 14 Banken getestet und das Ergebnis? Unter anderem schließen nur 7 von 14 Banken die Investitionen in fossile Energieträger aus. Für 2 kirchliche Banken ist die Atomkraft kein Ausschlusskriterium. Wir haben heute gelernt, was Banken mit unserem Geld machen, damit ihr und ich selber bewerten können, ob das cool für uns ist. Also wenn ich ehrlich bin, muss ich gestehen, dass ich bisher mir echt wenig Gedanken darüber gemacht habe, was Banken mit unserem Geld machen. Durch die Recherche für das Video ist mir das ganze Thema viel bewusster geworden und auch ich möchte meine Bank wechseln, aber muss mich erstmal entscheiden, welche jetzt die beste für mich ist. Ich hoffe, ich konnte euch zum Denken anregen. Falls ihr mehr darüber wissen wollt, findet ihr die Analysen in der Beschreibung. Auch in der Videobeschreibung ist der Instagram-Kanal von unseren Kollegen von Ozon. Die haben sich auch ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Guckt doch mal dort vorbei. Ich hoffe auch, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Thema haltet. Klickt auch gerne unser letztes Video. Und hier ist ein Video, wo ich dabei war bei Deutschland 3000. Da ging es ums Bargeld abschaffen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bye! Vergesst auch nicht zu abonnieren.